So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke Ei, die neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise ein Unboxing, was in eine Ramses Küche reingleitet, ne? So wie Kevin Antonov, oder wie ihr ihn kennt, unter Kevin Kalaschnikow, unter seinem früheren Pornonamen. Der hat mich nämlich angeschrieben, der macht ja mittlerweile so Musikvideos, professionell, Fotoshootings. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem NR-Battle. Nein, kennt ihr nicht, weil hier keine Leute vom NR-Battle zuschauen. Aber der Kevin Antonov hat mich angeschrieben. Ich habe den Namen vergessen, seht ihr aber im Titel, ob ich das kenne, Mr. Beast, der größte YouTuber der ganzen Welt, mit den krassesten Projekten, den krassesten Videos. Gut, vielleicht der zweitgrößte, der größte ist ja Logan Paul, weil der ist ja der WWE US Champion. Nein, also Logan Paul ist ja so und Mr. Beast, das ist im Prinzip wie Tag und Nacht, Yin und Yang. Wie ich und Kevin Antonov. So, der Kevin Antonov hat mir geschrieben, ob ich das kenne von Mr. Beast. Ich kannte den Begriff nicht, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich dachte, das sind irgendwelche Energy Drinks aus den USA von Mr. Beast irgendwie beworben und so. Hab gedacht, ja, das klingt interessant. Dann habe ich erfahren, es geht um Schokolade. Dann habe ich gesagt, ich bin ja nicht so der Schokoladentyp, aber er hätte gern gesehen, dass ich das vielleicht mal teste, mal meinen Geschmack abgebe und sage, wie ich das finde, mein Geschmack, meine Meinung. Dann ist er extra losgezogen, weil er in einem Laden, ich glaube in Köln, ein Geschäft gefunden hat, was Mr. Beast Schokolade vertreibt. Er hat mir Videos geschickt, die kann ich hier ja mal kurz einblenden. So, dann gehen wir jetzt mal für Ramon. Die Mr. Beast Sachen kaufen. Wir sind gerade in Köln in der Fußgängerzone und ich bin schon auf dem Weg zu dem einzigen Kiosk, den ich in ganz Deutschland gefunden habe, der Mr. Beast Süßigkeiten verkauft. So, hier ist es. Oh. Ja, was? Ich weiß, ein Laden sieht anders aus, aber hier finde ich, was ich brauche. So, leider hatte der Laden nur zwei Geschmacksrichtungen, aber die gehen dann jetzt rüber zum Ramon. Dann bin ich mal gespannt auf das Feedback, ne, von Mr. Beast Süßigkeiten. Das fand ich auf jeden Fall lustig, weil ein so eine Schokolade hat auch 5 Euro, glaube ich, gekostet, also 10 Euro für 2 Tafeln Schokolade. Aber ihm war es das wert, hat er gesagt. Er hat das jetzt an mich geschickt. Danke erstmal dafür. Danke, dass ihr jetzt diese Folge sehen könnt. Denn Mr. Beast Schokolade hätte ich niemals im Leben gekauft. Ich wusste nicht mal, dass es das wirklich gibt. Hier ist jetzt das Paket gekommen. Das ist das Päckchen mit der Schokolade. Das wollen wir jetzt mal aufmachen. Das heißt, wir schlitzen uns hier am Rand einmal quer durch. So. Und dann schlitzen wir uns, ja, keine Ahnung, hier oben nochmal durch. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo hier der Anfang ist oder wie man das aufmachen soll. Wir machen einfach mal diesen. Und dann sehen wir hier drin, da haben wir noch ein bisschen so Pappe. Adi Schatz, hier ist die Pappe. Hier machen wir das auf. Und hier seht ihr, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Hier seht ihr 2 Tafeln. Übelst teure, übelst seltene, wahrscheinlich für niemanden erreichbar. Mr. Beast Bar, Beast Nuts und Crunch, Mr. Beast Feastables. Der Begriff genau, der Begriff Feastables, den hat er genannt, den habe ich nicht gekannt. Für Thumbnail müssen wir das erstmal reinhalten. Dank Kevin Kalaschnikow, Antonov, genau. Der hat ja mit seiner Pornokarriere abgeschlossen und ist jetzt hier am Start. Jetzt steht hier drauf, guckt euch das doch mal an, Feastables. Hier ist das Mr. Beast Logo. Hier steht Mr. Beast dabei. Hier steht Mr. Beast Bar Crunch. Crunch, also sehr crunchig, halt knusprig. Milk Chocolate with Puffed Reis. Grasfett Milk. Also das ist mit Puffreis. Milchschokolade mit Puffreis. Only 6 Ingredients, also nur 6 Zutaten in dieser Schokolade drin. Wie stark sieht das aus? Und bei der anderen Mr. Beast Bar These Nuts. Milk Chocolate with Peanut Butter, also mit Erdnussbutter. Das finde ich interessant. Ich muss sagen, ich mag eigentlich Erdnussbutter.
wenn es jetzt um Asia-Sachen geht, ich feiere immer, wenn die Erdnusssoße haben an ihren Nudeln. Deswegen, vielleicht ist das doch ganz interessant. Only 7 Ingredients, also da sind 7 Zutaten drin. Hinten habt ihr noch More Noms, More Prizes, More Beast, Scan Here. Und hier ist dann noch so ein blaues Teufelchen. Das ist hier auch drauf, dasselbe. Ja, das ist hier auch. Da könnt ihr hier die Feastables irgendwie, könnt ihr abscannen. Und es gibt auch noch andere Sorten. Also er hat jetzt, glaube ich, dort nur 2 Sorten gefunden. Ansonsten wäre das natürlich auch zu teuer gewesen. 10 verschiedene Sorten hier, 50 Euro, musst du nicht machen. Die wollen wir jetzt aber probieren, diese 2 Sorten von der Beast, Mr. Beast. Das ist das Thumbnail. Immer verstecken hinterm Zaun, wie bei Hör mal, wer da hämmert. Wir nehmen erstmal die ganz normale mit Puffreis. Wir machen die jetzt hier hinten auf. Die Puffreis ist natürlich irgendwie schon kaputt. Das ist schade, das ist jetzt auch nicht gekühlt. Wir machen die komplette Schokoladentafel einmal auf, halten die einmal hoch für euch, dass ihr das seht. So sieht die Schokolade aus. Sieht man natürlich diese ganzen kleinen Noppen. Ja, hier steht Devoir. Devoir, das ist so Devoir. Wir drehen das andere, drehen wir auch mal um. Und da steht Cher. Cher Devoir. So, jetzt hast du hier oben einen Strich. Hier oben ist ein Strich. Da kannst du es abbrechen. Dann hast du wie ein Schokoriegel. Und der Rest, der ist halt zum Wegwerfen wahrscheinlich. Deswegen Feastables für die Natur, für alles. Wir werden uns diesen Strich hier oben, was dann aussieht, das ist der Share-Button. Den brechen wir ab und den probieren wir mal so. Also extrem Schoko-Kakao-artig, richtig intensiv und schwarz schmeckt das. Das schmeckt nicht wie eine Milchschokolade. Das schmeckt schon wie eine Art Zartbitterschokolade, als wäre die richtig dunkel, richtig brutal. Ist auf jeden Fall schön crunchy, das knuspert schön innen drin. Meins ist es trotzdem absolut gar nicht. Aber ich glaube, wer wirklich auf Schokolade steht und nicht dieses, was im Mund gleich so zerfließt und der Geschmack gleich weg ist, was immer so leicht schmeckt, der wird auf diesen extrem Schoko-Kakao-Genuss total abfahren und das mega genial finden, weil die ist richtig kräftig. Die schmeckt richtig brutal ins Gesicht. So schmeckt die gerade. Ich kann es gar nicht beschreiben. Deswegen wollen wir gleich die 2. hinterher probieren. Oh. Da ist bestimmt auch oben wieder so ein Share-Button dran, ja, ein Riegel, den man abtrennen kann. Ich werde die dann in den Kühlschrank packen und dann werde ich da mal Pupsi probieren lassen, ich werde mal die Mutter probieren lassen. Ich werde jetzt schon dran scheitern, das hier oben irgendwie aufzukriegen. Jetzt hat es schon geknackt, jetzt ist hier schon was ab. Das kann doch nicht sein, Ramses, was ist das, was machst du da? Hier seht ihr keine Noppen, weil das sind ja keine Puffreis-Rückstände. Die ist an sich eigentlich glatt. Und wenn wir die rumdrehen, oh, jetzt ist es ganz kaputt. Ach, wir haben Glück. Wir haben hier unten das Devoir, haben wir kaputt gemacht. Das Devoir ist komplett zerbrochen, aber hier oben das Share ist noch ganz. Das heißt, wir können das Share abbrechen. So. Und haben jetzt den Share-Riegel mit Erdnussbuttergeschmack. Da bin ich gespannt. So. Jetzt bin ich positiv überrascht, denn ich muss sagen,
Was ich bei der ersten gar nicht so gut fand, kombiniert sich bei der zweiten so super genial zusammen. Dieser extrem kakaoartige, milchige Geschmack, dieses Schokoladige mit dieser Süße, mit dieser zuckrigen, butterigen Note von der Erdnussbutter. Nur den Erdnussgeschmack alleine, aber dieses Schokoladige plus, es erinnert mich ein bisschen an KitKat. Bei KitKat gibt es auch solche KitKat Chunky Riegel rot, dann gibt es sie in White. Es gibt aber auch KitKat Chunky Hazelnut oder eben Peanut. Die gibt es auch mit Erdnussbuttergeschmack, aber da hast du noch diesen keksigen Anteil mit drin. Dann hast du so einen großen, dicken, fetten Riegel. Das sind richtig dünne, zarte Stückchen. Richtig dünn, richtig zart, wenn du von der Seite mal hier guckst. Ihr werdet das jetzt nicht sehen, ich kann damit leider auch nicht ranzoomen oder so. Ihr habt die Schokolade und in der Schokolade in der Mitte ist eher so eine hellere Lage drin. Und das wird die Erdnussbutter sein, die schön ummandelt. Und ich muss sagen, das schmeckt gut, das finde ich top. Die erste würde ich nicht nochmal kaufen. Das ist nichts für mich, aber ich bin irgendwie ein bisschen auf Erdnussbutter hängen geblieben. Deswegen feiere ich die zweite mit Erdnussbutter. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Sorten es noch gibt, aber wenn ihr gern Schokolade esst, dann probiert mal die Feastables Mr. Beast Bars in ihren verschiedenen Geschmacksrichtungen. Vielleicht könntet ihr auch im Internet irgendwo ordern, zukommen lassen. Bei mir hat es der Kevin Kalaschnikow besorgt. Dankeschön dafür, also Kevin Andonov. Nee, checkt mal seinen Kanal aus, checkt mal sein Instagram aus, checkt mal sein. Er kann mir das einmal schicken, ich kann das einmal mit verlinken. Wenn euch das interessiert, was der Kevin Andonov so macht, dann könnt ihr euch buchen für eure Videos. Dann kann der das mit euch zusammen machen. So, bringt auch Models mit. Die füttern wir dann mit Erdnussbutterschokolade. Und dann sehen die alle so aus wie ich am Ende des Tages. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich werde auch nochmal googeln, welche Sorten es noch gibt. Einfach für mich. Mich interessiert das jetzt gerade persönlich. Aber die zweite fand ich wirklich top. Kann ich nichts sagen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wenn ihr das kennt, schreibt's rein. Wenn ihr es gerne kennenlernen möchtet, schreibt es erst recht rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses zum 10. Mal und ciao.